Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Legends. Wir sind ja genau hier stehen geblieben und wir verteidigen direkt mal weiter. Die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Wolfsmenschen, wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir das hier vorne so weit geklärt, dass ich mal den Harpunen sagen kann. Alle bitte auf aggressiv. Alle hier bitte. Ihr? So aggressiv seid ihr ja, genau. Dann schicke ich euch mal da vorne hin. Gut. So. Dann dürfen die Wolfsmenschen hier erstmal ein bisschen eskalieren und alles niedermachen. Das sind jetzt auch genug, um den Bogenschützenschwarm da hinten auszuschalten. So, gönnt euch. Jawohl. Immer schön drauf. Wunderbar. Wenn das hier nämlich mal alles geklärt ist, können wir dann auch die Leitern umschubsen und überhaupt... Sire, die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, noch mehr? Sind eingetroffen. Ja, immer her damit. So, die gehen jetzt hier alle auf den Ritter. Aber, ach, weißt du was... Gehen wir mal hier lieber auf die Bogenschützen. Das dürfen die ja schaffen, ne? Weil die Bogenschützen im Nahkampf sind, wird das easy niedergerannt. So, da vorne ist noch einer. Habt ihr einen Ritter? Weiß ich gar nicht. Versuch mal. Die haben halt schon ordentlich Schaden. Also man kann nur mit Wolfsmenschen ordentlich, ne? Es wird eng. Oh, die haben das da vorne nicht mal geschafft. Ach, herrje. So, ihr feuert jetzt erstmal nicht mehr. Ihr könnt auch eigentlich mal aufhören zu feuern. Der Wolfsmensch hat es leider nicht geschafft. Oh, ich sehe sein Leben. Da, ganz knapp. Ey, jetzt kommt hier wieder eins hin. Ach, hier sind die neuen Truppen gespawnt. Verdammt, ich dachte, ich könnte jetzt hier ganz sneaky mal ganz schnell hier ein... Was heißt, ich kann hier schon mal ein Dings dran stellen. So, jetzt würde ich da gerne so schnell wie möglich Bogenschützen hochschicken. Ah, ich weiß nicht, wie ich das am besten machen kann. Am besten ja mit dem Burgtor. Wo ist denn dieses... Das Ding hier bringt auch gar nichts. Kann das sein? Das kann ich mal wieder wegmachen. Kann ich noch nicht mal anvisieren. Toll, danke. Dankeschön. Spiel. Lass dich doch bitte spielen. Ja, Burgtor sagt nein. Okay, dann muss ich das halt anders machen. So. So, König möchte ich nicht einschließen. Ihr alle geht einmal hier vorne drauf und dann kann ich hier die Mauer einmal wegmachen. So, jetzt könnt ihr hier theoretisch auch durchgehen. Wenn es denn soweit ist, dann mache ich hier die Mauer weg, dann könnt ihr ganz schnell hier hochrennen. Das ist jetzt gerade eigentlich ein ziemlich guter Zeitpunkt, pass auf. Mal ganz schnell die Mauer weg. Zu dicht am Feind. Ach so. Ja, zu dicht am Feind. Ja, könnt ihr die mal ganz kurz bitte. Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelegt. Ja, no shit. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Okay. Euer Zeichen, Sire? Go. Mission Impossible. Bogenschützen, bereit machen. So, alle hoch, die ich habe. Und dann stelle ich ganz schnell die Mauer hier wieder hin. Ach, da kommen die ganzen Baumeister, um das hier wieder aufzubauen. Na los. Wir haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Waldarbeiter? Von wo? Von da unten? Welche Waldarbeiter? Sind sie alle gleich durch? Na komm. Gut, wunderbar. Dankeschön. Und das war dann das. Sorry, du bist leider tot. Radus Truppen greifen wieder an, Sire. Oh, gut. Haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Ja, das ist nicht so wild. Wir haben eine ordentliche Defensive hier mittlerweile aufgebaut. Gut. Altarbeiter. Oh, warte, wir brauchen ein Ochsenjoch hier unten. Das habe ich total vergessen. Ja, Ochsenjocht. Ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich bitte da vorne hin und du bitte da vorne hin. Gut. Ah, das wird schon. Mitarbeiter, ich schicke jetzt hier einfach mal den Boy hier unten hin, um das hier zu verteidigen. Ich weiß nicht, wo jetzt hier Gegner herkommen sollen. Also wäre jetzt doof, wenn die hier von hinten kommen würden. Das wäre tatsächlich ziemlich unglücklich. Sire, die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Hallo Wolfsmenschen, 4 Stück, wunderbar. Doch deins genügt ihm, um die Schuld zu begleichen. Wir werden angegriffen. Okay, wir werden angegriffen. Ja, die Defensive steht. Da mache ich mir gar keine Sorgen mehr. Das läuft. Ich kann jetzt nochmal ein paar Bogenschützen hier machen. Da kaufen. Und 13 Bogenschützen. Wir sind eure Leute. Augen und hoch. Auf, könnte ich auch mal nochmal ein, zwei von den hier da. Zack. Und dann kann ich auch mehr Bogenschützen machen. Eure treuen Bogenschützen. Ja, das dürfte geregelt sein. Das dürfte jetzt hier halt echt. Das dürfte es echt gewesen sein. Wunderbar. Gut, dann heißt es eigentlich nur noch hier Holz kaufen und Stein. Stein produzieren.
Also kaufen wir hier ganz viel Holz mit allem so ein Gold. Wir brauchen gerade echt kein Gold mehr. So, damit können wir jetzt nämlich wieder ordentlich Stein machen. Kann ich da hinten gar nicht. Setze ich euch halt hier vorne irgendwo hin. Hallo? Ey, der passt halt echt wenig hin. Zur Hölle. Passt nirgendwo was hin. Doch da. Wunderbar. Da passt noch einer hin und da passt noch einer. Gut, das sollte jetzt als Stein reichen. Dann kann ich dieses Ochsenjoch nochmal machen. Das hat schon seinen Herrn gefunden. Und hier zwischen kann ich dann noch überall welche hinklatschen. So, 39. Wir brauchen ein bisschen Gold. Essen läuft ja richtig gut. Da könnte ich auch mal achtfach machen und dann ein paar Steuern mehr erheben. Ach ja, passiert. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ich habe die Leiter vergessen wegzumachen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, kacke. Wir sind zu dicht am Feind. Oh, scheiße. Ihr müsst alle den Ritter töten. Bogenschützen müssen auch erstmal das da machen. Scheiße, der Ritter da wird ordentlich eskalieren. Bogenschützen, töte mal bitte da vorne Ding. Bitte alle diese Ritter da drin. Denn die clearen gerade dieses Ding. Oh, scheiße. Tötet die Ritter. Da nur noch ihn. Oh, scheiße. Ah, ich bin so blöd. Hilfe. Okay, gut, das haben die Bogenschützen in Deutschland überlebt. Okay, alle töten, bevor die hier reinkommen. Lass mich die Leiter wegmachen. Hilfe! Pass auf, ich schicke jetzt hier diese Werwölfe, werden jetzt hier einmal rübergeschickt. So, die helfen nämlich da oben einmal ganz kurz. Ach, ihr habt schon geschafft. Okay, gut. Kann ich das hier wegmachen? Ja, okay. Gut, wunderbar. Ja, ihr könnt auf aggressiv eigentlich mal hier vorne bleiben. Aber so als kleiner Schutz. Ach, könnt auch nochmal hier auf die Mauer. Obwohl, nee, bleibt hier einfach Feuermauer. Jut. Jut. Bogenschützen. Geht mal hier in die Seite. Rauf auf die Welle. Okay, keiner hat's drauf geschafft. Bogenschützen. Ah, eine Säte hier vorne. Und da kann ich hier auch später nochmal einen Turm hinstellen. Wir sind zu dicht am Feind. Ach, komm schon. Für eine Millisekunde konnte ich's bauen. So, hier vorne hatte ich ja noch euch ein paar Ochsenjochte versprochen. Da kommen auch wieder welche hin. Dann kann man noch ein bisschen Holz kaufen. Wir haben so viel Geld. Die Verteidigung hier ist jetzt echt gar kein Problem mehr. Am Anfang hatten wir ein bisschen ungünstig unseren Holzvorrat benutzt. Und unseren Steinvorrat, den wir am Anfang hatten. Aber jetzt ist das hier gar kein Problem mehr. Ihr kriegt noch ein paar Ochsenjochte. Das passt da nicht hin, my lord. Das Land ist zu uneben, um hier zu bauen, my lord. Das Land ist nicht so uneben, das passt. Das passt da nicht. Also ich spam gerade einfach eine Maustaste, um hier so schnell und so viele wie möglich Leute hinzupacken. Und mit Leute meine ich Ochsenjochte, aber das war's. Gott, ich glaube echt, das ist jetzt hier voll. Das passt da nicht hin. Pack hier vorne nochmal einen hin und schick den mal nach da hinten. Gut. Ah, Geld kriegen wir eigentlich genug. Das reicht. Die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Wunderbar. Ihr schickt erstmal hier keinen mehr um die Mauer. Die Werwölfe halten das hier vorne immer noch ganz gut auf. Ja, die Defensive steht. Kann ich jetzt hier nochmal ein Türmchen hinstellen. Wunderbar. Und dann können die Bogenschützen hier vorne da oben hin. Unsere Bögen sind ungeduldig. Gebt uns nur ein Ziel. 1A, alle drauf da bitte. Unsere Truppen werden angegriffen. Jut. Das reicht. Das haben wir geschafft. Ach, hier vorne sind ja noch mehr Wolfsmenschen. Ja, bitte. Bitte, immer her damit. Kommt mal rum. Noch alle mal auf aggressiv gehen. Außer der König. Der verpisst sich mal hier oben drauf. Gut. Oh, noch mehr. Ja, immer her damit. Die brauchen wir zwar jetzt nicht mehr. Guck mal, die Steinproduktion. Das läuft. Das läuft. Da haben wir es echt gleich geschafft. Wir haben es einfach gleich geschafft. Puh. So. Nur mal ein paar Bogenschützen. Mal kostet ja nichts. Kann man ja mal machen. Ich würde ganz gerne so ein Ding hier bauen. Wenn die hier mal tot sind. Irgendwann mal. Einfach nur, weil ich es kann. Würde ich hier vorne gerne einen hinstellen. Aber trefft ihr den auch? Ach du Kacke. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Och, Leute. Kann doch nicht so schwer, sich an so einen Leiternträger zu treffen. Gut. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Wo ist denn hier der Feind? Okay, ich möchte hier ganz gerne nochmal eine Leiter hinstellen. Und dann nochmal versuchen, meine Leute hier durchzuschicken. Das da dran. Kann es gar nicht sehen. Ja, okay, gut, da kommen sie hoch. Wunderbar. Gut, dann versuche ich gleich nochmal ganz fix so eine kleine Lücke in die Mauer zu machen. Und zwar hier vorne wieder. Um dann einige Bogenschützen da drauf zu packen.
Und ich würde ganz gerne nochmal diesen Kessel hier versuchen. So. Kann ich den ja... Oh. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Oh, das wäre auch cool. Oh ja. Die Wolfsmenschen, die ihr angeworben habt, sind eingetroffen. Mann, können die sich mal hier verpieseln, bitte? Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Mann, ich möchte hier nur ein bisschen Feuer hinmachen. Oh, Feuer. Nice. Cool. Okay. Geil. Okay, hier unten würde ich jetzt eher ungern wieder stehen. Tatsächlich. Aber wir schicken jetzt gleich mal ein paar Bogenschützen raus. 19 Stück. Und ich stelle die schon mal hier vorne vor. Einfach damit die gleich da hochrennen können. Ja, der Werwolf, der nur bräunt sich etwas. Ist nicht so schlimm, wenn die hier vorne sterben, das Sach. Ach, weißt du was? Eigentlich ist das auch mehr ungut als gut. Das Ding. Wir sind zu dicht am Feind. Wir machen das mal ganz kurz weg, wollte ich sagen, aber. Wir sind zu dicht am Feind. Na komm. Oh, ich wollte die Bogenschützen noch nur da hochschicken. Da können wir eigentlich auch noch mal ein paar machen. Da passen ja einige echt drauf. Der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelehnt. Das macht nix, das macht nix. Wir bewegen uns. Alle mal da runter. Ihr auch bitte einmal da runter. Waldarbeiter haben ein paar gegnerische Truppen erspäht, die sich der Burg nähern. Alles easy. So, das brennt da vorne. Jetzt brennt es gerade nicht mehr. Jetzt kann ich mal kurz hier alle Bogenschützen hier hochschicken. Die passen tatsächlich auch alle da oben drauf. Schnell, 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 schnell. Ich kann dir die hier auch mal ganz kurz nach vorne schicken. Ach, Sieg! Oh! Ach Mensch, ja gut. Alles klar, wir haben 1000 Steine gesammelt. Das war die Produktion. Warte, ach, guck mal, diese Produktionskette hier. Ach, ey, komplett eskaliert. Gut. Easy. Gar kein Problem. Ich wollte hier vorne jetzt eigentlich noch das hier wegmachen, sobald die hier alle draufgelaufen sind. Denn, guck mal, das war, ich habe wieder diesen Trick gemacht, dass hier jetzt die sich ineinander stecken. Vrata Golea ritt voraus, und als er eine sichere Unterkunft gefunden hatte, schickte der Prinz zwei seiner Männer, die Elisabetta zu ihm holen sollten. Doch ehe sie Poenari erreichten, fingen Radus Soldaten sie ab und richteten sie hin. Da sie nichts mehr von ihrem Gemahl hörte, glaubte Elisabetta, er sei getötet worden. Als sie schließlich hörte, wie die Tore Poenaris endlich nachgaben, stürzte sie sich vom höchsten Balkon in den tosenden Fluss. Ihr Leichnam wurde nie gefunden. Noch sogar noch eine traurige Geschichte hier dabei, och Mann. Ach ja, die Liebe zwischen bösen Menschen. Wir nehmen erst 12 Minuten auf, das heißt, ich kann mal schon mal die nächste Mission starten. Schauen wir uns das mal an. Obwohl Vlad in Transsilvanien relativ sicher war, zog er bei der Kunde von Elisabethas Schicksal aus, um törichterweise nächtelang den Fluss nach ihr abzusuchen. Seine Leute fanden ihn oft am schlammigen Ufer kniend, ihren Namen rufend und wie ein verwundetes Tier schreiend. Da jedoch keine Spur von ihr zu finden war, zog sich der Prinz beinahe 2 Wochen lang in einen einsamen Tempel in den Karpaten zurück. Als er in den Tempel ging, war er ein gebrochener Mann. Doch als er wieder herauskam, um sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, schien er von neuer Lebenskraft erfüllt zu sein. Ja, und ich würde sagen, mit dieser neuen Lebenskraft, gehen wir direkt mal den Boys hier aufs Maul. Gott hat mich verlassen. Wie er es mit der Zeit mit all seinen Geschöpfen tun wird. Auch mit euch, glaubt mir. Viele Feinde weilen auf der Welt. Für jedes Licht gibt es einen Schatten. Jede gute Tat wird durch eine böse aufgewogen. Dies Gleichgewicht ist ebenso sicher wie der Tod nach dem Leben. Drum hört gut zu. Ich bin nicht beliebt und manche wollen mich nicht in Transsilvanien. Sie werden bald kommen. Doch habt keine Furcht. Ich habe neue Freunde, die für uns kämpfen werden. Ich werde dieses Land zu meinem machen und dann reite ich erneut in die Walachei, wo alle vor mir niederknien oder durch meine Klinge sterben werden. Yes, yes, yes. Ziele. Alle gegnerischen Burgherren sind tot. Oh boy, alle gegnerischen Burgherren müssen wir... Oh, es gibt mehrere gegnerische Burgherren. Ist das die Mission, die ich denke, dass das ist? Dann könnte das echt krass werden. Gegen 3 Feinde zu kämpfen ist hart. Ihr braucht hier einen blitzschnellen Start. Ja gut, noch mehr solcher Tipps brauche ich nicht. Ja, alles klar. Das ist, glaube ich, die Mission, die ich denke, dass dies ist.
Ihr müsst ein Vorratslager platzieren. Ja, es ist die Mission. Wir haben schon das Grundgerüst einer Burg. Wir haben aber hier vorne einen Boy, der ordentlich am Nerven ist, der aber relativ leicht einzunehmen ist tatsächlich. Es ist relativ leicht, ist, ne, wir müssen halt hier vorne durchkommen. Dieser Pfad hier, der ist ziemlich krass. Also es ist schwierig durchzukommen. Aber ist okay. So, die Burg hier müssen wir erstmal vollenden. Und dann haben wir hier vorne einen Boy, der eingenommen werden will. Und wir haben auf dieser Seite einen Boy, der eingenommen werden will. Puh. Das wird happig. Das wird echt eine sehr, sehr lange und sehr, sehr harte Mission. Und wir brauchen echt einen sehr, sehr guten Start. Da gehe ich mal ganz kurz in die Optionen und mache in den Spieleinstellungen die Spielgeschwindigkeit auf ganz, ganz langsam. Für den Anfang erstmal nur. Einfach nur um, ne? Verlasst unser Land! Eure teuflischen Wege wollen wir hier nicht! Sire, unsere neue Burg liegt zwischen drei transsilvanischen Kriegsherren und wir scheinen nicht willkommen zu sein. Nee, wir sind nicht willkommen. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell unsere Wirtschaft aufbauen. So, drei davon. Dann brauchen wir noch Holzfäller auf jeden Fall. Hier direkt daneben. Wunderbar. Brauchen noch Gehöfte. Ganz, ganz fix alles schnell hinklatschen. So, und die Burg hier müssen wir auch noch ganz schnell zumachen. Einfach damit die Boys hier nicht rumkommen, denn wir werden hier konstant angegriffen werden. So. Wunderbar. Die Burg ist umzingelt. Ja, genau das wollte ich hören. So, da drauf. Brauchen definitiv noch weitere. Wir brauchen definitiv noch weitere Gehöfte. Vorne passt noch einer hin. Okay. Dann brauchen wir überall Bogenschützen. Überall brauchen wir Bogenschützen. Ach je, das wird nicht einfach. Nein, nicht runter, sondern da hoch. Ein paar Armbrüste würde ich auch gerne hier vorne hinstellen. Mit einem Turm dabei, aber da haben wir gerade nichts. Okay, wir müssen jetzt hoffen, dass wir das irgendwie geschaukelt kriegen. Oh, wir haben ja noch ein bisschen Eisen. Das können wir erstmal kaufen und uns Holz kaufen. Genau, und mit Holz können wir uns das hier leisten. Eins davon, ein bisschen Holz. Wenn wir das hier abgeholzt haben, dann haben wir das hier auch fertig. Und dann haben wir sowieso genug Geld. Denn wenn das hier die Produktion hier läuft und ein bisschen Steinproduktion da vorne läuft, dann ist gut. So, die kleine Fledermaus. Kann ich die gerade irgendwo hinschicken, wo sie ein bisschen Schaden anrichten kann? Eigentlich nicht. Na gut, dann lasse ich sie erstmal. Die Kriecher, ich weiß nicht, was die auf den Mauern machen. Die können erstmal hier vorne hin. Was kann ich denn hier so alles bauen? Einige spannende Dinge tatsächlich. Ja, also Ed läuft. Wir haben ja Gott sei Dank hier schon mal so ein Grundgerüst. So, ich mache die Waffenkammer mal hier einfach so in die Mitte, denn wir werden vielleicht auch hiervon ein bisschen was bauen. Können wir auch Berittene machen? Nein, warum können wir keine berittenen Ritter holen? Ah, ich hasse es. Egal, aber wir haben, können 17 Armbrüste machen. Was tatsächlich ziemlich cool wäre, 17 Armbrüste zu holen. Oh, da kommen schon Leiternträger. Okay. Okay, wir brauchen Armbrüste. Armbrüste. Na, 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 da vorne. Zack, Armbrüste. Da vorne hin. Und Bogenschützen können wir auch ein paar machen. Da brauchen wir auch direkt mal welche. So. Die müssen hier auf jeden Fall ordentlich verteidigen. Waffenschultern. So, zack. Männer an die Waffen. Ihr müsst doch alle mal auf aggressiv sein. Warum seid ihr nicht aggressiv? Ja, Burker kann da hoch. Bereit. Den Ritter brauche ich da oben nicht. Der kann von mir aus auch hier vorne auf der Mauer. Los, an den Wall. An den Wall. Es ist jetzt alles hier sehr, 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 sehr langsam. Aber das ist in Ordnung. Für den Start erstmal. Damit wir ein bisschen klarkommen. Puh. Gut. Ah, ich würde noch ein bisschen Holz kaufen tatsächlich. All unser Geld kann man so ein bisschen noch ausgeben, um ein bisschen Stein zu bekommen. Das passt da nicht. Ich glaube, zwei Steindinger sind erstmal genug dafür. Hier brauchen wir auch noch ein Ochsenjoch. Da können wir noch mal ein bisschen was kaufen. Kann ich sogar zwei machen. So, du Ochsenjoch. Ey, Ochsenjoch. Da, du. Kollege. Kann ich dich nicht anklicken? Bist du unanklickbar? Ich meine, ich sehe es, dass du hier... Hä? Ah, jetzt, danke. So, du gehst bitte mal nach da oben. Nicht. Okay, dann halt nicht. So, ist deine Sache. Drei Stück passen da hinten, mehr passt da sowieso nicht dran. Dann versuche ich halt hier oben drauf noch welche jetzt hinzupacken. So ein bisschen Holz. Da, so, dann gehst du halt hier oben drauf. Ach, jetzt bewegst du dich. Okay, hat nur ein Weilchen gedauert. Ja gut, dann ist das halt so. Du kannst dann zu dem Ding hier hingehen. Und du gehst zu diesem Ding. Nein, zu diesem Ding.
Ja, okay. Von hier werden wir bald angegriffen werden. Das wird alles werden. Gar kein Problem, mach mir keine Sorgen. Ein paar Bogenschützen können wir noch hier vorne dran klatschen. Wie du da hin kannst. Puh, ach herrje. Ja, greif doch mal da vorne an. Was können wir denn hier so machen? Was ist eher denn nervig für die? Für die wäre... Ja, Sachsen sind tatsächlich ganz schön. Wo denn? Achso, die Fledermaus wurde angegriffen. Bereit, Sire. Ja, ihr verteilt euch immer so ein bisschen auf die Mauer. Ich brauch mehr Bogenschützen. Ich brauch Bogenschützen für die... Die Trupps da vorne. Zack, zack. Macht mal das da bitte ganz schnell kaputt. Denn wenn die Mauern fallen, ist nicht gut. Bemannt die Brüstung. Oh je, haben wir denn schon eine Baumeistergilde? Oh je, ihr könnt nicht da vorne hin. Scheiße. Wir haben noch keine Baumeistergilde, ne? Dafür brauchen wir mega viel Stein. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Ah, die Bogenschützen kriegen das hier hin. So. Jawohl, die Bogenschützen kriegen das hier tot, oder? Wir schicken mal einen von euch raus. Wir müssen einen dieser transsilvanischen Tyrannen aus der Welt schaffen, Herr. Uns wird von allen Seiten zugesetzt. Ja, ich merk's. Nein! Naja, gut, wir schicken dich jetzt da raus, um das da kaputt zu machen. Du kommst ja auch raus, um das hier kaputt zu machen. Okay. Oh, es haben sogar ein paar Bogenschützen überlebt. Schön. Von da hinten werden wir hier angegriffen. Nein, hier ist noch ruhig. Hier vorne werden wir jetzt angegriffen. Ach, herrje. Achtung! Dann kommen die Bogenschützen nach hier. Oh, drei Armbrüste können wir hier noch machen. Die können auch hier vorne hin. Können sogar noch da oben drauf. Diesen Angriff haben wir schon mal abgewendet. Sobald hier die Steinproduktion noch etwas läuft, können wir auch eine Baumeistergilde machen. Aber erstmal bauen wir das hier so ein bisschen auf. Einfach so, so ein bisschen wenigstens. Ihr könnt mal da vorne weiter kaputt machen. So, aggressiv. Macht bitte alles kaputt. Ihr Schleicher, mit euch kann ich gerade noch nichts machen. Bogenschützen können auch nach oben. Ihr geht ja sowieso auch nach oben. Okay. Du, geh doch mal hier vorne rein. Kill doch mal die da. Nee, die könntet ihr töten. Ja, die schießen auf der... Ah, das trefft ihr nicht. Zack. Das dürft ihr ordentlich Schaden an dem machen. Ja, ordentlich ist so... Ist ein bisschen zu viel dahingesagt. Puh. So, essenstechnisch sieht es ja ganz gut aus, aber das wird never ever reichen. Da wo wir gerade ein bisschen Holzvorrat haben, können wir nochmal ein bisschen ranklatschen tatsächlich. So. Und wie schon angedroht, die Mission wird dauern. Die Mission wird wirklich, wirklich, wirklich dauern. Wir brauchen noch dringend eine Burgküche. Da können wir eigentlich jetzt schon mal direkt mit anfangen. Denn wir brauchen so viel Ehre. Wir werden sehr viel von den Leuten hier bauen. Und da brauchen wir halt sehr viel Ehre. Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall auch Bauern. Bauern ist somit das Wichtigste. Das heißt, da ist hier noch ein bisschen Platz. So, zack. Ich meine, ich bin theoretisch ein Freund der Symmetrie und der Schönheit hier so, aber... Wie können wir dienen? Naja, brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade nicht. Wir sind gerade mit dem Überleben beschäftigt. Gut. Wie sieht das steintechnisch aus? Können wir eigentlich nochmal hier einen Steinbruch hinklatschen? Und auch noch ein Ochsenjocht gerne hier vorne hinpacken. Gut. Gut. Wo sind denn die anderen beiden Ochsenjochte hier eigentlich? Stehen die da schon dran? Nee. Wo sind die hin? Die sind ja auch nicht unterwegs. Nee. Die sind hier nirgendwo unterwegs. Zum Lager. Hä? Wo sind die hin? Was? Okay, das scheint hier aber zu laufen. So, ich würde aber jetzt ganz gerne etwas Geld ausgeben, um ein bisschen Stein. Wir brauchen 120 Stein für die Baumeistergilde. Das ist in Ordnung. Das, wo ist denn die? Ach, bei der Burg natürlich. So, hier vorne. So, und hier auch noch ein bisschen Geld ausgeben für ein paar Baumeister. So, die können sich dann gerne hier ein bisschen Stein rausholen. Und ich würde auch ganz gerne ein, zwei von diesen fetten Türmen hier bauen. Wenn wir die hier mit Armbrüsten vollklatschen und hier vorne einen hinstellen und da vorne einen hinstellen, dann haben wir es halt einfach geschafft. So, dann halten die alles aus. Dafür müssen wir aber halt Stein, Kohle, Steineisen und alles produzieren im guten Maße. Damit halt, ne, Geld reinkommt. Damit ordentlich Geld reinkommt. Wir das hier entsprechend überleben. So, aber davor können wir ja hier vorne solche Türme noch hinstellen. Ich finde das Design von diesen Türmen halt auch einfach cool. So, sieht halt schon schick aus.
So, dann packen wir hier eine Leiter dran und packen da unsere Armbrüste rein. Und dann dürfen die das auch ganz gut verteidigen. Die Männer sind guter Dinge. Das ist schön, dass ihr guter Dinge seid. So, die auch gerne nach da oben. Den Angriff, den müssten wir doch eigentlich auch überleben, ne? Ah, ist gut, dass wir am Anfang Turm hingeklatscht haben, auf jeden Fall. So. Die Ochsenjochter, die sind irgendwie hier verschwunden, die beiden. Stell ich euch halt hier vorne nochmal hin, da passt auch nichts mehr hin, ne? Nee. Nee, gut, ist schon in Ordnung so. Alles klärchen, da vorne kann noch einer hin. Und dann hoffe ich, dass die Produktion hier läuft. Können ja auch mal 1, 2 hiervon bauen. Wir haben ja gerade die Ressourcen und dann auch 1, 2... Ne, einfach nur so ein paar Armbrüste, damit so, ne, generell so einfach so ein bisschen was produziert wird. Hoffe ich halt hier noch ein bisschen was. Oh, 100 Stück brauchen wir. Zack. Ach, jetzt haben wir kein Gold mehr. Na, doof. Haben wir auch mal hier langsam ein bisschen Eisen? Jawohl, die werden alle drei vorgeladen. Dann haben wir ordentlich Eisen und wieder Money in the Bank. So, die Dämonen. Da bin ich komplett gegen, denn die feuern einfach nur alle, die machen alle Einheiten von mir kaputt. So, nee, danke, brauche Hilfe. Also das für Jumpscare-Musik. Was ist denn mit dir los? Ja, die bauen hier tatsächlich immer weiter Truppen. Puh. Wir werden uns erstmal die Wirtschaft aufbauen. Aber das sieht ja tatsächlich zurzeit ziemlich, ziemlich gut aus. Wir können auch 5 Ritter theoretisch machen, wenn wir das Gold hätten. Aber wir bauen... Der Feind bereitet ein Drachenei vor. Oh, das ist tatsächlich problematisch. Welcher Feind ist es? Der Grüne. Wer ist denn der Grüne? Ihr seid der Grüne, ne? Ja, das ist gelb und das hier ist... Orange. Okay, das heißt, hier kommt bald ein Drache angejuckelt. Wir müssen dringend dann hier Drachenharpunen bauen. Das hier und Drachenharpunen. Okay. Ich weiß, die Zeit ist immer noch weit unten, aber wir müssen langsam... Wir werden das auch bald wieder schneller machen. Aber für den Start hier vorne. So, wir können nämlich dann hier einmal hinpacken und eine Drachenharpune dann draufklatschen. Sobald wir das Geld haben. Und hier drin müssen wir auch noch ein paar Drachenharpunen klatschen. Einfach damit der Drache hier nicht alles zerfetzt. Und einen Brunnen würde ich dann auch ganz gerne in derselben Stelle bauen. So, machen wir direkt 2. Und ein paar hiervon auch noch. Machen wir direkt mal das Maximum. Haben wir gerade das Holz. Wir brauchen Holz, mein Lord. Ja, aber da steht gerade ein Holzfäller vor. Das heißt, ich kriege ja auch sofort was. Ja, danke. Wir brauchen Holz, eure Lordschaft. Ja, Holz, Mann, mach hin! Das könnt ihr nicht tun. Oh, okay, wir haben jetzt maximale Gehöfte platziert. Okay, dann werden wir jetzt uns auf... Truppen und Verkaufen von Zeugs und Kaufen von Zeugs und überhaupt alles fokussieren. Das heißt, wir brauchen einen Markt, den wir gerade sowieso noch nicht bauen können. Okay, dann ist das auch noch nicht so wild. Puh. Ja, die sind da oben immer noch ordentlich am Rumschießen. So, ich würde hier auch ganz gerne hier auch noch so ein Türmchen hinbauen. Einfach hier vorne, wenn die denn den mal hier langsam... Ach, die haben einen gerade getötet. Ja, also... 2 Pfeile dauern halt... Das dauert einen Moment, bis die den da getötet haben. Oh, ich könnte auch ein Drachenei vorbereiten. Nee, könnte ich nicht. Ich kann tatsächlich nicht mal ein Drachenei vorbereiten. Ach Mann. Unfair. Warum nicht? Ach Mann. Okay, ich kann die Geschwindigkeit, glaube ich, jetzt erstmal... Aber bevor ich die Geschwindigkeit hochstelle... doch, ich stelle die jetzt hoch, sonst vergesse ich das später. Ich stelle die mal wieder so auf... Also auf 41. Das ist ja auch, glaube ich, ganz human. Okay, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zugucken. In der nächsten Folge werden wir unsere Wirtschaft weiter ausbauen, ordentlich Knete machen, ordentlich Soldaten machen und ordentlich Verteidigung aufbauen. Denn ich bin so, mein Spielziel ist es, erst die Verteidigung, komplett aufbauen, bis man wirklich komplett sicher ist und dann so im Hintergrund 1.000, 2.000 Leute, ne, herstellen und dann einfach komplett den Gegner überrennen. Das werden wir hier genauso machen. Also dann, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tüdelü.